Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Am frühen Morgen des 8. Mai stieg Bruno auf der Anhöhe von Saint-Denis aus seinem weißen Kleintransporter mit der Aufschrift Police Municipale, machte seine Streckübungen und ließ wie jeden Tag die vertraute Aussicht auf sich wirken. Hinten im Wagen standen eingekeilt zwischen einem Gewirr von Starterkabeln ein Korb mit frischen Eiern und einer mit Gartenerbsen. Gestern war Markt. An Markttagen küsste der begehrte Junggeselle an die 100 Frauen auf die Wange und schüttelte ebenso vielen Männern die Hand. Mit den EU-Inspektoren, die immer wieder versuchten, ihre Hygieneverordnungen für Lebensmittel durchzusetzen, spielte er gerne sein Katz-und-Maus-Spiel. Gegen Hygiene hatte er zwar nichts einzuwenden, aber er brauchte keine fremden Bürokraten, die den Bauern von Saint-Denis vorschrieben, unter welchen Bedingungen sie ihre Pâté de foie gras verkaufen durften. Daher hatte Bruno ein komplexes Frühwarnsystem entwickelt, um die Markthändler rechtzeitig zu alarmieren, wenn Kontrollen zu erwarten waren. Neben den zwei Marktkörben lagen im Auto noch Gänsestopfleber, ein paar Gläser Rillette de Porc, zwei Tennisschläger, ein paar Rugbystiefel, eine Angelrute, ein Picknickkorb, Salz- und Pfefferstreuer sowie eine Flasche nicht ganz legal gebrannter Schnaps aus grünen Walnüssen. Benoît Courage, Polizeichef der 2900 Seelengemeinde Saint-Denis, gemeinhin bekannt als Bruno, war immer auf alle Eventualitäten vorbereitet. Oder auf fast alle. Bruno, Chef de Police. Von Martin Walker. Aus dem Englischen von Michael Windgassen. Musik Rainer Quade. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Zülker. Französinnen und Franzosen! Der Bürgermeister hatte seine Schärpe umgelegt und die kleine rote Rosette der Légion d'honneur ans Revers geheftet. Wir sind heute zusammengekommen, um einen Tag des Sieges zu feiern, der auch zu einem Tag des Friedens wurde, den 8. Mai, der den Untergang des Nationalsozialismus markiert, wie auch den Beginn der Versöhnung in Europa. Jean-Pierre, der Inhaber des Fahrradladens und Ex-Kommunist, hielt die Trikolore, sein Nachbar und Erzrivale der Schuster Bachelot das Lothringer Kreuz als Symbol des freien Frankreichs. Wir verdanken diesen Frieden nicht zuletzt den tapferen Söhnen von Saint-Denis. Ihre Feindschaft ging auf die Tage der Resistance zurück. Und auch den Männern und Frauen, seitdem hatten sie kein einziges Wort mehr miteinander gewechselt. Und sich der Herrschaft der Invasoren nie gebeugt haben. Montsouris schwenkte eine kleine Fahne der Sowjetunion, während der alte Jackson den Union Jack, die Fahne seines Heimatlandes, hochhalten durfte. Für die Amerikaner trug in diesem Jahr Karim Al-Bakr, der Kapitän des örtlichen Rugby-Teams, das Sternenbanner. Für Frankreich, für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Und für die Menschenrechte, die sich unsere Nation auf die Fahne geschrieben hat. Vive la France! Vive la République! Jean-Pierre und Bachelot hoben ihre Fahnen in die Höhe, was ihnen ein wenig altersschwach sichtlich schwerfiel. Bruno bemerkte, dass sie sich lange von Auge zu Auge anblickten. Sie sprachen kein Wort,
aber sie kommunizierten irgendwie miteinander. Meine Damen und Herren, ich bitte zu Tisch, ehe die Vorspeise warm wird. Als Entree wurde eine Vichyssoise, eine kalte Kartoffelsuppe, gereicht. Der Bürgermeister von Saint-Denis hatte neben den Honoratioren alle Teilnehmer, die zum Gelingen der Parade beigetragen hatten, zu einem Bankett im Ratssaal eingeladen. Herr, wir danken für deine Gaben, die wir von deiner gütigen Hand empfangen haben. Amen. Amen. Bon appétit. Bruno hatte gehofft, mit dem neuen Kapitän der Gendarmerie Bekanntschaft zu machen. Doch der war nicht gekommen. Brunos Tischnachbar war, wie so oft bei solchen Anlässen, Pater Santou. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass der Bürgermeister nicht zulässt, dass ich zur Feier des Sieges ein kurzes Gebet spreche? Vielleicht, weil es ein republikanisches Fest ist, Pater. Immerhin durften Sie ein Tischgebet sprechen. Die meisten Bürgermeister würden nicht einmal das erlauben. Was hier aufgetischt wird, verdient wahrhaftig den göttlichen Lobpreis, Bruno. Ein Genuss. Zur Forelle wurde ein trockener weißer Bergerac serviert, zum Lamm ein edler Pécharmant von 2001 und die Tischgesellschaft wurde immer vergnügt. Wissen Sie, ob dieser junge Araber ein Muslim ist? Sie meinen Karim? Ich habe ihn nie gefragt. Wenn er annimmt, das mit seiner Religion nicht so genau. Sein Vater ist jedenfalls Atheist. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass er Mathematik unterrichtet. Kennen Sie auch den Rest der Familie? Ich kenne Karims Frau, seine Cousins und einige seiner Neffen, die in unserem Tennisclub spielen, ja. Das sind alles liebe Leute. Und die ältere Generation? Wieso? Was soll damit sein? Ich habe den Großvater kennengelernt bei Karims Hochzeit. Und es waren weder ein Priester noch ein Mullah zugegen. Versuchen Sie mir, irgendwas zu signalisieren oder wollen Sie mir was entlocken? Ach, Gott bewahre. Nein, ich habe nur zufällig den alten Herrn getroffen. Wissen Sie, er saß ganz allein in der Kirche und hat, glaube ich, gebetet. Darum würde ich natürlich gern wissen, ob er Muslim ist oder nicht. Ja, haben Sie ihn nicht gefragt? Als ich auf ihn zugegangen bin, hatte er es plötzlich eilig wegzukommen. Seltsam. Er hat nicht einmal guten Tag gesagt. Ich hätte gern erfahren, ob er am Katholizismus interessiert ist. Bruno zuckte die Schultern. Die religiösen Neigungen eines alten Mannes interessierten ihn nicht. Er bereitete sich innerlich auf einen langweiligen Nachmittag am Schreibtisch vor. Der Präfekt hat mir klare Befehle erteilt, nämlich diesem verdammten Rauditum endlich ein Ende zu machen. Mein Dienst in Paris verbittet sich, dass EU-Beamte belästigt werden, die nur ihre Pflicht tun. Kapitän Duroc war erst vor kurzem befördert worden und reagierte offenbar sehr nervös auf Befehle von ganz oben. Den Hygienevorschriften ist Geltung zu verschaffen. Jetzt sind wieder Reifen plattgestochen worden. Und weil ich aus zuverlässiger Quelle weiß, dass in dieser Stadt nichts ohne Ihr Wissen geschieht, verlange ich hiermit offiziell Ihre uneingeschränkte Kooperation. Nennen Sie mir Namen, Sie kennen diese Typen doch. Bruno ahnte sehr wohl, wer für die Plattenreifen verantwortlich war. Sie haben selbstverständlich meine volle Unterstützung, mon Kapitän. Aber ich könnte doch nur Vermutungen anstellen. Er hielt diese Gewaltakte für völlig überflüssig, solange sein Frühwarnsystem gut funktioniert. Nennen Sie mir Namen und für die Beweise sorge ich. Wenn wir auf einen bloßen Verdacht hin irgendwelche jungen Burschen festnehmen, wird sich die Stadt gegen uns auflehnen. Also junge Burschen? Das sind doch die Händler vom Markt, die die Arbeit der EU-Beamten sabotieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es hier mit dummen Jungenstreichen zu tun haben. Wenn Sie diese Burschen in die Mangel nehmen, sollten Sie sich aber über die Folgen wirklich im Klaren sein. Das sind wütende Eltern, das sind Proteste, Demonstrationen vor der Gendarmerie. Dann fällt die Presse über uns her. Polizei schikaniert Kinder. Sie wissen doch, wie die Medien sind. Und mit ihrer Karriere, naja. Kinder, sagen Sie. Kinder, ja. Denkbar ungeeignet für ein Exempel französischer Gerechtigkeit. Sie haben bestimmt noch nicht mein Vin de Noir probiert, mon Capitaine. Was würden Sie denn tun? Ein paar Jungs trainieren bei mir Tennis oder Rugby. Ich könnte mir sie mal vorknöpfen und ein ernstes Wörtchen mit den Eltern sprechen. Damit hätten wir die Sache aus der Welt.
Also der ist wirklich gut, dieser Tropfen. Aus eigener Herstellung, sagen Sie? Ja, ja. Dann werde ich dem Präfekten morgen Bericht erstatten. Wir Flicks müssen uns zusammenhalten. Ja. Verzeihung. Ja? Bruno, komm, schnell. Es ist wegen Opa. Was ist passiert? Ich glaube, er ist ermordet worden. Wo bist du? Bei ihm zu Hause. Ich wollte ihn abholen. Hier ist alles voller Blut. Rühr nichts an. Ich bin gleich bei dir. Kommen Sie. Vergessen wir die dummen Jungenstreiche. Wir haben es jetzt wohl mit einem richtigen Verbrechen zu tun. Vielleicht Mord. Mord? In Saint-Denis? Karim wartete vor der Tür des Häuschens. Er war kreidebleich und trat zur Seite, um Bruno und Duroc vorbeizulassen. Der Alte lag verrenkt am Boden, mit bloßem Oberkörper, in einer Blutlache. Fliegen schwärmten umher. Die tiefen Schnittwunden auf seiner Brust sahen aus wie ein Zeichen. Mein Gott, das ist ja ein Hakenkreuz. Dem armen Kerl wurde ein Hakenkreuz in die Brust geritzt. Wir haben es offenbar mit einem rassistischen Anschlag zu tun. Hast du hier irgendwas angefasst, Karim? Wie denn? Das ganze Blut, dieser Gestank, was für eine Scheiße! Wer könnte das getan haben, Bruno? Führen Sie eine Liste der stadtbekannten Radikalen? Ja, Faschisten, Kommunisten, die Anhänger der Front National. Das war nie nötig. Hier weiß jeder, wer wem seine Stimme gibt. Das letzte Mal hat Le Pen 50 oder 60 Stimmen gekriegt, aber von denen ist keiner politisch aktiv. Der Alte war doch mit allen gut Freund. Wusstest du, dass er im Algerienkrieg auf Seiten der Franzosen gekämpft hat und mit dem Croix de Guerre ausgezeichnet worden ist? Deshalb hat er sein Land verlassen und hierher umsiedeln müssen. Ach, er war im Algerienkrieg? Ja. Aber, Moment, das Croix de Guerre. Was ist damit? Die Medaille, sie hing hier immer an der Wand. Jetzt ist sie weg. Und das Foto auch. Was für ein Foto? Ja, von der Fußballmannschaft aus Marseille, in der er in jungen Jahren gespielt hat. Wann war das? Das weiß ich nicht so genau. In den 30er oder 40er Jahren. Während des Krieges? Keine Ahnung. Über die Zeit hat Opa kaum gesprochen. Nur, dass er viel Fußball gespielt hat. Nicht weit von Amits Haus lag die Pension der verrückten Engländerin. Bruno hatte sich immer gefragt, warum man sie so nannte. Auf ihn machte sie einen ganz und gar vernünftigen Eindruck. Und er bewunderte ihr Anwesen. Madame? Ihr Gästehaus schien sie ebenfalls bestens zu führen. Darf ich kurz stören? Bruno ging zum Tennisplatz, der neben dem Haus lag. Pardon, Madame. Oh, bonjour, Monsieur. Sind Sie im Dienst oder darf ich Ihnen einen Drink anbieten? Bedauere, Madame, ich bin dienstlich hier. Ganz in der Nähe ist ein schreckliches Verbrechen begangen worden und wir fragen alle Nachbarn, ob sie irgendwas Ungewöhnliches bemerkt haben. Bonjour, Monsieur. Eine zweite Frau gesellte sich zu ihnen. Bonjour. Und gab Bruno die Hand. Ah, darf ich vorstellen, Christine Wyatt, Bruno Courage. Hallo. Unser Chef de Police. Oh? Ja, es geht um Ihren Nachbarn. Haben Sie ihn in den letzten Tagen gesehen oder irgendwelche Besucher? Meinen Sie Hamid? Den reizenden alten Herrn, der manchmal vorbeischaut und mir sagt, dass ich meine Rosen falsch beschneide? Nein, ich habe ihn schon seit 2-3 Tagen nicht gesehen. Was ist passiert? Sind Sie den ganzen Tag über hier gewesen? Ja, den ganzen Vormittag. Dann ist Christine zum Einkaufen in die Stadt gefahren. Mhm. Ich habe in der Scheune für Ordnung gesorgt. Und seit Christine zurück ist, haben wir Tennis gespielt. Und Sie, Mademoiselle? Wann genau sind Sie zum Einkaufen gefahren? Das muss so gegen 2 gewesen sein. So um 4 war ich wieder zurück. Aber auf dem Weg bin ich niemandem begegnet. Den Nachbarn kenne ich auch gar nicht. Sie machen hier Urlaub, Mademoiselle? Teils, teils. Ich lehre Geschichte an einer Universität in England und arbeite an einem Buch. Sagen Sie mir bitte, was passiert ist, Monsieur Courage? Ist Hamid überfallen worden? Tut mir leid, aber das darf ich nicht sagen. Aber nennen Sie mich doch Bruno, das tun alle hier. Also gut, Bruno.
Dann bin ich für Sie Pamela. Christine. Gegen ein Glas Mineralwasser oder Fruchtsaft an einem so warmen Tag ist doch bestimmt nichts einzuwenden, oder? Gerne, vielen Dank. Pamela holte einen Krug mit gekühltem Citron pressé und die drei nahmen auf den Stühlen am Swimmingpool Platz. Ich wusste gar nicht, dass Sie hier einen eigenen Tennisplatz haben, Pamela. Mein Rasen ist natürlich nicht mit Wimbledon zu vergleichen. Aber wenn Sie Lust haben, mal auf meinem Platz zu spielen, rufen Sie mich an. Sehr gern. Wenn ich einen Freund mitbringen dürfte, könnten wir ein gemischtes Doppel spielen. Wie lange bleiben Sie noch, Christine? Bis Ende des Monats. Dann muss ich nach Bordeaux ins Archiv, um Fußnoten zu überprüfen. Na, darf ich fragen, worüber Sie forschen? Über das alltägliche Leben in Frankreich zur Zeit des Vichy-Regimes. Ah, darum sprechen Sie auch so gut Französisch. Danke. Eine schreckliche Zeit damals, schmerzlich für Frankreich. Ja. Bei uns gibt es Familien, die heute immer noch kein Wort miteinander sprechen, weil sie damals in unterschiedlichen Resistancebewegungen waren. Mhm. Erinnerungen sind hartnäckig. Ja, tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich weiter. Kann sein, dass ich in den nächsten Tagen noch einige Fragen stellen muss. Kommen Sie doch wieder mal vorbei, zum gemischten Doppel zum Beispiel. Und falls ich etwas für Ami tun kann, lassen Sie mich es wissen. Bruno, was hat das mit dem Hakenkreuz auf sich? Ah, ich weiß es nicht. Monsieur le Maire, er ist regelrecht abgeschlachtet worden. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand unserer stadtbekannten Typen hier eine solche Bluttat begangen hat. Aber wer sollte der Familie von Momus so etwas Schreckliches antun? Ich weiß es nicht. Der Sohn des Opfers war Mathematiklehrer und ein allseits beliebter Mann. Eigentlich hieß er Mohamed, aber alle nannten ihn Momü. Die Police Nationale wird sich ja um den Fall kümmern. Es wäre doch sicher sinnvoll für die Stadt, wenn wir von den Kollegen jederzeit auf dem Laufenden gehalten würden, oder? Sie haben recht, Bruno. Ich werde Sie als eine Art Verbindungsoffizier vorschlagen, der seine Ortskenntnisse einbringt. Ich danke Ihnen. Ich fürchte, wir werden uns auf einigen Medienrummel gefasst machen. Womöglich werden sich auch Politiker einschalten. Ja. Das kann für Saint-Denis eine ganz scheußliche Situation werden. Wenn sich diese Geschichte hinzieht und sich zu einer richtigen Konfrontation zwischen Arabern und Rechtsextremen entwickelt, könnte es ungemütlich bei uns werden. Und das würde womöglich viele Touristen davon abhalten, uns in nächster Zeit zu besuchen. Ja. Salut, Bruno. Jean-Jacques. Na, wie geht's? In letzter Zeit mal wieder eine Bank geknackt? Die Police Nationale hatte ihren neuen Chefinspektor Jean-Jacques Jalipeau geschickt. Das ist schön, Sie zu sehen, Jean-Jacques. Bruno und Jalipeau hatten vor Jahren schon einmal erfolgreich einen Banküberfall aufgeklärt. Wie ich sehe, sind Sie die Treppe raufgefallen. Tja, und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht voller Neid an Ihr beschauliches Leben in Saint-Denis denke. Jean-Jacques kam in Begleitung. Sie trug einen blauen Anzug und die kürzesten Haare, die Bruno jemals bei einer Frau gesehen hatte. Salut. Das ist Isabelle. Salut. Sie wird mit Ihnen unsere Rechtsextremen durchgehen. Ich hoffe, Sie haben gute Augen. Es gibt hunderte von Fotos. Kommen Sie, Bruno. Fangen wir an. Bruno sah Dutzende von Gesichtern. Weiter? Bekannte Aktivisten, einfache Demonstranten und zum Schluss Fotos von einer Wahlkampfkundgebung in Périgueux. Halt! Ja? Bitte nochmal zurück. Erkennen Sie jemanden? Das Mädchen da. Sie hat beim letzten Tennisturnier in Saint-Denis im Halbfinale gespielt. Und daneben, das ist Richard Geltrot. Wer ist das? Richard hat gerade sein erstes Jahr im Lycée abgeschlossen. Sein Vater ist Chefarzt in unserer Klinik. Ist eigentlich ein ganz normaler Junge. Übrigens hat er Momü als Mathematiklehrer. Vielleicht bringt uns das weiter. Ich werde das mal recherchieren. Bruno blätterte währenddessen in der Akte von Hamid al-Bakr. Aus dem Ausdruck seiner Pensionskasse ging hervor, dass er bis zum Tod seiner Frau Alida vor 2 Jahren in Soissons gelebt hatte. Laut Auskunft seiner Krankenversicherung hatte Hamid seit seinem Umzug nach Saint-Denis keinen Arzt mehr konsultiert. Offenbar war der alte Mann kerngesund. Aber warum waren das Foto und die Medaille verschwunden? Passen Sie auf, Bruno. Ja. Das mit dem Arztsohn ist vielleicht eine Spur. Er ist jedenfalls Montag nicht zur Schule gekommen und hat sich von seinem Vater krankschreiben lassen. Was?
Der alte Geltrou schreibt seinen Sohn krank? Ja. Und das sollten wir mal überprüfen lassen. Normalerweise unterstellt er jedem Patienten, dass er simuliert. Also, nach meinen Informationen heißt das blonde Mädchen auf dem Foto Jacqueline Courtemin. Sie ist nicht ganz unbekannt. Sie kommt aus dem Umfeld der Front National und ist auch schon mal mit Pornodrehs aufgefallen. Ich schicke gleich mal einen Wagen dort vorbei. Und Sie, Bruno, sollten den Bürgermeister informieren. Alles klar. Nein! Lassen Sie mich! Ich komme dann mit. Sind Sie Richard Geltrou? Ja, bin ich. Ziehen Sie sich bitte an und kommen Sie mit. Was ist denn das? Ecstasy. Haben Sie was dazu zu sagen? Ah, mein lieber Bruno, schön, Sie zu sehen. Ja, stoßen wir mit einem Gläschen an. Was gibt's Neues? Sie wissen doch vielleicht schon, dass Richard, der Sohn vom Arzt, festgenommen wurde. Ah, ja. Wirklich nur einen ganz kleinen Schluck, ja. Und mit ihm auch ein Mädchen aus La Lernt. Prost. Ja, die beiden haben bislang kaum was gesagt, bestreiten aber entschieden, mit dem Mord an Ahmed irgendwas zu tun zu haben. Sie wurden beim Drehen eines Nazi-Pornos erwischt. Mit jeder Menge Drogen, genug, um die beiden vorläufig festzunehmen. Ich gehe davon aus, dass Paris irgendein hohes Tier schicken wird, das einen politischen Fall daraus machen wird, um die Front National in Misskredit zu bringen. Oh, da fällt mir ein, dass Sie sich nach dem Foto von Amids Fußballmannschaft erkundigt haben. Ich habe Monmue gefragt und er konnte sich genau daran erinnern. Es war eine Amateurmannschaft aus Marseille. Sämtliche Spieler stammten aus Nordafrika. Ihr Trainer war ein ehemaliger Profispieler und hieß Villanova. Die Mannschaft hatte gerade die Ligameisterschaft gewonnen. Das war 1940. Ich werde mich gleich erkundigen, wo ich mehr darüber herausfinden kann. Ja, da gibt's noch ein kleines Problem, Bruno. Ich habe soeben erfahren, dass Monserie, unser lieber Kommunist, für Montagmittag eine kleine Demonstration plant. Einen Solidaritätsmarsch für unsere Ausländer, wie er sagt. Das ist genau die Aufmerksamkeit, die wir jetzt nicht gebrauchen können. Wenn bei uns demonstriert wird, sollten wir in vorderster Reihe mitmarschieren, anstatt denen mit roten Fahnen den Vortritt zu überlassen. Bruno war gerade dabei, seinen Garten zu wässern, als ein Auto die Auffahrt hochkam. Inspektrice Isabelle saß hinter dem Steuer. Hallo, Bruno. Hallo. Ich wollte Sie zum Abendessen einladen. Paté, Rindersteak, Spaghetti und Käse. Und Wein natürlich auch. Oder haben Sie schon etwas anderes vor? Nein. Hat Jean-Jacques Sie geschickt? Nein, das war meine Idee. Aber Jean-Jacques will, dass ich Sie auf dem Laufenden halte. Die Ermittlungen werden jetzt von Périgueux ausgeleitet und ich bleibe als Einzige hier vor Ort. Aha, da bin ich mal neugierig. Ich hole uns was zu trinken, ja? Mhm. Darf ich mir mal Ihr Haus ansehen? Jean-Jacques hat mir erzählt, Sie wären in der Armee Pionier gewesen und hätten ja alles selbst gemacht. Er zeigte ihr das Wohnzimmer mit dem großen Kamin, den er im letzten Winter gemauert hatte. Dann führte er sie in die Küche, mixte die Drinks, während sie an der Theke lehnte. Auf einen schönen Abend. Santé. Mhm. Für einen jungen Gesellen sind Sie ziemlich ordentlich. Der Eindruck trügt. Sie haben mich ausgerechnet an meinem Putztag erwischt. Mhm. Gehen wir nach draußen? Ich grille die Steaks und Sie machen Salat, okay? Mhm. Die beiden gingen auf die Terrasse. Bruno packte das Fleisch aus und rührte auf die Schnelle eine Marinade an aus Rotwein, Senf und Knoblauch. Ihr Haus ist tadellos in Schuss, aber nirgendwo eine weibliche Handschrift. Keine Frau, keine Familienfotos oder Bilder von Freundinnen. Ein sehr kontrollierter Mann und gut organisiert. Sie haben meinen Dienstwagen noch nicht von innen gesehen. Sie waren bei den Pionieren, haben eine Fallschirmspringerausbildung absolviert, aber die Offizierslaufbahn ausgeschlagen. Sie waren bei Sondereinsätzen in Afrika und sind in Bosnien für die Bergung verwundeter Männer ausgezeichnet worden. Bei dem Versuch, serbische Paramilitärs davon abzuhalten, ein bosnisches Dorf niederzubrennen, wurden sie schließlich von einem Heckenschützen erwischt und nach Frankreich ausgeflogen. So, der Salat ist jetzt fertig.
Sie sind ja richtig gut informiert. Jean-Jacques hat mir ihre Akte gegeben. Wirklich beeindruckend. Ich lege jetzt mal die Steaks auf den Grill. Was können Sie mir über die laufenden Ermittlungen sagen? Wir sind noch nicht weit gekommen. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass der Junge oder das Mädchen im Haus des alten Arabers gewesen sind. Wir können sie also höchstens wegen Drogenbesitzes drankriegen. Mhm. Bei dem Mädchen wird es für eine Anklage reichen. Sie hängt auch tief drin in der Front National. Mhm. Den Jungen werden wir wohl laufen lassen müssen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden auf irgendeine Weise mit dem Mord zu tun haben, auch wenn es keine klaren Indizien dafür gibt. Mhm. Geben Sie mir mal das Salz? Mhm. Aber immerhin haben wir an einer Stelle des Wegs, der zum Häuschen des Ermordeten führt, Reifenabdrücke sichergestellt. Einer davon könnte zum Auto des Mädchens passen. Nicht weit davon entfernt fanden wir am Waldrand ein paar Zigarettenkippen, ein zerbrochenes Weinglas und gebrauchte Kondome. Das ist ein perfekter Ort für ein Rendezvous. Mal sehen, was das Labor dazu sagt. So, das Fleisch ist jetzt fertig. Oh, das sieht aber gut aus. Bon Appetit. Nachdem Isabelle sich bei ihm für den schönen Abend bedankt hatte und gegangen war, verfütterte Bruno die Reste des Abendessens an seinen Hund Gigi. Er erinnerte sich, dass er noch unbedingt bei der verrückten Engländerin anrufen wollte. Ihre Freundin Christine könnte ihm bestimmt sagen, in welchem Archiv er mehr über Amets Fußballmannschaft erfahren könnte. Wie ist denn nun der letzte Stand der Dinge, verehrter Herr Chefinspektor? Lucien Tavernier, Staatsanwalt aus Paris, war mit der Morgenmaschine gelandet und direkt in die Zentrale der Police Nationale in Périgueux gekommen. So wie es aussieht, haben weder Richard noch Jacqueline ein Alibi für den Nachmittag, an dem der Mord begangen wurde. Beide behaupten, zu dieser Zeit in ihrem Haus in Alain gewesen zu sein, und zwar im Bett. Wir wissen allerdings, dass das Mädchen um 15.25 Uhr vor Saint-Denis getankt und mit ihrer Kreditkarte bezahlt hat. Und die Reifenspuren auf dem Weg zu Amits Häuschen sind ein weiteres Indiz. Im Haus selber konnten aber keine Spuren gefunden werden, die ihre Anwesenheit dort belegen. Trotzdem glaube ich, dass wir genug gegen sie in der Hand haben, um sie in Haft zu halten. Die Beweise dürften ausreichen, zumal es keine weiteren Verdächtigen gibt. Außerdem ist es im nationalen Interesse, dass wir den Fall möglichst schnell zum Abschluss bringen, sagt mein Minister. Ja. Wenn die Kriminaltechnik bestätigt, dass die beiden in der Nähe des Tatorts waren, können wir meines Erachtens die Anklage vorbereiten. Entschuldigung? Ja? Wir machen uns Gedanken wegen einer Kriegsmedaille und eines Fotos, auf dem das Mordopfer mit seiner alten Fußballmannschaft abgebildet ist. Es wäre ganz wichtig herauszufinden, wer diese beiden Sachen an sich genommen hat und wo sie jetzt sind. Ja, unser tapferer Araber hatte ein Croix de Guerre, ich weiß. Aber gerade wegen dieses Croix de Guerre bin ich überzeugt davon, dass wir die richtigen haben. Diesen jungen Faschisten von der Front National passt es einfach nicht, dass ein Araber als französischer Kriegsheld geehrt wird. Sie haben die Medaille wahrscheinlich irgendwo in einen Fluss geworfen. Ja, aber warum sollten Sie das Foto einer alten Fußballmannschaft einstecken? Wer weiß schon, wie diese kleinen Nazis ticken. So, und jetzt werde ich mir die beiden Faschisten mal vorknöpfen. Wir bleiben dazu 2 Stunden, bevor es in dieses entzückende Städtchen weitergeht. Bürger von Saint-Denis. Auf dem Marktplatz fingen 2 Kamerateams Bilder von der Mairie und der alten Brücke ein. Wir haben uns hier versammelt, um die Familie unseres Schullehrers Mohamed Al-Bakr, genannt Momu, unsere Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen. Vor Fouquets Café hatten Reporter 2 Tische in Beschlag genommen, während drinnen an der Bar ein paar stämmige Männer Bier tranken. Wahrscheinlich Montsouris Genossen von der Gewerkschaft. Sie waren mit 3 Bussen gekommen. Der Platz war inzwischen voller Menschen. Wir alle wissen um die schrecklichen Umstände seines Todes, die von den Ordnungskräften mit aller Entschiedenheit aufgeklärt werden. So wie wir unseren Abscheu zeigen gegenüber allen Formen von Rassismus und Hass. Schickt die Scheißmuslime dahin zurück, wo sie herkommen! Plötzlich flogen Eier und Tomaten auf den Bürgermeister. Bruno sah, wie Fahnen der Front National geschwenkt wurden. In den Bussen, die er gesehen hatte, waren nicht etwa Montsouris Gewerkschaftsfreunde gekommen, sondern Anhänger der Front National mit Schlägertrupps. Alles geriet in Bewegung. Von Karim angeführt, drängten die Rugby-Spieler von Saint-Denis auf die Fahnenträger zu.
Das Handgemenge artete in eine wüste Schlägerei aus, bei der Fahnen und Transparenzstangen als Knüppel und Lanzen zum Einsatz kamen. Schnell, ruf die Feuerwehr! Sie soll mit ihrer Hochdruckspitze den Platz räumen! Linke wie Rechte kämpften gegeneinander, während die Honoratioren mit erhobenen Händen das Bombardement von Tomaten abzuwehren versuchten. Eine Gruppe von Frauen, unter ihnen auch Pamela und Christine, versuchte an den Raufbolden vorbeizukommen. Doch sie wurden von mehreren Skinheads attackiert. Bruno eilte durch die Menge, packte den ersten beim Kragen, versetzte ihm einen Tritt, stieß ihn mit zwei seiner Kumpane zu Boden und stellte sich schützend vor die Frauen. Mit ausgestreckten Armen versuchte er gleichzeitig, die Schläger in Schach zu halten, als er von einem wuchtigen Schlag ins Gesicht getroffen wurde. Gleich darauf hagelte es Tritte. Bruno schlug um sich, aber es waren zu viele. Blitzartig tauchte eine schlanke Gestalt auf, die sich offenbar im Kampfsport bestens auskannte. Sie sprang in die Luft und traf ihrem Gegenüber vor den Solarplexus. Mit zwei trockenen Schlägen wurde Brunos letzter Widersacher außer Gefecht gesetzt. Erst jetzt erkannte er Inspektrice Isabelle. Du bist. Danke. Gerne schön. Plötzlich war der Spuk zu Ende. Vier oder fünf Männer lagen auf dem Pflasterstein. Die Jungs vom Rugby-Club hatten die Situation offenbar im Griff. Dann traf die Feuerwehr ein. Die schlimmen Vorgänge von gestern haben es sogar bis in die englische Presse geschafft. Hier, seht euch das an. Der Bürgermeister hielt die erste Seite der Sun in die Höhe. Alle Achtung, Bruno! Sie haben sich wacker geschlagen. Bruno war zu sehen, wie er sich schützend vor zwei Frauen stellte, die von Schlägern mit Knüppeln bedroht wurden. Aber diese Geschichte ist verdammt schlecht fürs Geschäft. Ich hatte gestern nicht weniger als drei Absagen von Stammkunden. Und dabei wird es wohl nicht bleiben. Die Polizei muss unbedingt etwas unternehmen. Sonst sehe ich für die Urlaubssaison schwarz. Moment. Wir haben über 40 Personen verhaftet und werden sie wegen Landfriedensbruch anklagen. Und es ist uns noch ein weiteres Kontingent von Gendarmen versprochen worden. Wie auch immer, wir müssen jetzt die Zähne zusammenbeißen und abwarten. Vielleicht bin ich mit meinem Campingplatz bald pleite. Ohne die Holländer, die zur Motocross-Rallye gekommen sind, wäre ich jetzt schon am Ende. Wir brauchen eine Atempause. Genau. Vielleicht könnte man einen steuerlichen Aufschub gewähren, sodass wir nicht schon im Juni, sondern erst im Oktober, wenn die Saison vorbei ist, zahlen müssen. Das ist kein schlechter Vorschlag. Mhm. Wir sollten das Wohlwollen der Politiker nutzen, um uns finanzielle Hilfe zu sichern. Wir haben keine andere Wahl. Denn wenn wir pleite machen, dann geht die Stadt mit uns unter. Da ist er ja, unser Held. Pamela küsste Bruno herzhaft auf beide Wangen. Das sind die zwei schönsten blauen Augen, die ich je gesehen habe, Bruno. Sorry. Ich wusste gar nicht, dass sie genäht werden mussten. Seht ihr diese Platzwunde an, Pamela? Naja, ohne die Hilfe meiner Kollegen. Wir haben sämtliche Zeitungsberichte über sie gelesen. Dass wir jetzt den mutigen Flick von Saint-Denis bei uns zu Gast haben, wird bestimmt alle Frauen in Frankreich von Neid erblassen lassen. Es tut mir leid, dass auch Sie in Schwierigkeiten geraten sind und dass Saint-Denis jetzt als Tummelplatz für Schläger und Rassisten gilt. Ich hoffe, Ihre Gäste halten Ihnen die Treue, Pamela. Ich gebe in meiner Broschüre sowieso nur die Lage Vallée de la Vézère an. Das klingt so romantisch. Ach so. Darf ich fragen, woraus dieses englische Dinner besteht, zu dem Sie mich eingeladen haben? Das ist eine Überraschung, wenn ihr mich kurz entschuldigt. Die beiden Engländerinnen hatten sich für Bruno herausgeputzt. Bruno bedauerte, keine Krawatte angezogen zu haben. Tja, ich habe auch keine Ahnung, was uns aufgetischt wird, aber Pamela ist eine sehr gute Köchin. Mein Beitrag für den heutigen Abend sind Computerrecherchen. Ich habe Informationen über Ihre arabische Fußballmannschaft gesucht. Wirklich? Was haben Sie rausgefunden? Mir sind zwei Promotionsarbeiten aufgefallen, die Ihnen weiterhelfen können. Ja? Ich bin mit dem Autor in Kontakt getreten. Er unterrichtet Sportgeschichte an der Universität von Montpellier und glaubt, die von Ihnen gesuchte Mannschaft zu kennen. Ja? In Marseille gab es eine Amateurliga von Nordafrikanern, die sogenannte Maghreb-Liga. Und die Meistermannschaft von 1940 hieß Oranien, benannt nach der Stadt, aus der die meisten Spiele stammten.
Hier ist die Telefonnummer des Kollegen. Er hat einen äußerst sympathischen Eindruck auf mich gemacht. Und das haben Sie alles aus Ihrem Computer geholt? Mhm. Und dies könnte Sie auch interessieren. Das ist eine Arbeit mit dem Titel Neubeginn in einem fremden Land. Algerische Vereine und Verbände in Frankreich. Der Autor hat mir den Text per Mail geschickt. Das ist ja interessant. Das wäre dann meine Bettlektüre. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf eine Kostprobe englischer Küche in Gesellschaft von zwei wunderbaren Frauen. Genießen wir den Abend. Darauf wollen wir trinken. À votre santé. Wie finden Sie den Champagner? Ausgezeichnet. Tja, er ist aus England. Es war kurz nach 23 Uhr, als Bruno wieder zu Hause war. Pamela war wirklich eine hervorragende Köchin. Bruno müsste sich schon etwas Besonderes einfallen lassen, wenn er die beiden zu sich einladen würde. So, schauen wir doch mal, was da so geforscht wurde. Er nahm den Ausdruck der Examensarbeit mit zu Bett und blätterte darin. Kein Stichwortverzeichnis. Aber hier, da haben wir doch was. Die Maghreb-Liga war 1937 von Sozialarbeitern im Auftrag des Ministeriums für Jugend und Sport ins Leben gerufen worden. Bis auf italienische Mannschaften weigerten sich alle, gegen die Nordafrikaner zu spielen. Manches ändert sich einfach nie. Die Maghrebiner waren begeisterte Fußballer, aber nicht besonders erfolgreich gewesen. Deshalb hatten die Italiener den Nordafrikanern Trainingshilfe angeboten. Das erfolgreichste Team waren die Oraniens. Der Trainer war Italiener, ein Spieler der Profimannschaft von Marseille und hieß Giulio Villanova. Moment mal. Villanova war doch der Name, an den sich der Sohn von Hamid noch erinnern konnte. Dann muss das die Mannschaft von dem Foto sein. 1940 gewannen die Oraniens die Meisterschaft ihrer Liga. Das war kurz vor der Invasion der Deutschen in Frankreich, die dem organisierten Sport für junge Nordafrikaner ein Ende setzte. Da frage ich morgen nach. Hamid Al-Bakre? Tut mir leid, an so einen Namen kann ich mich nicht erinnern. Der war bestimmt nicht in der Mannschaft. Merkwürdig. Hätten Sie vielleicht noch ein paar andere Mannschaftsfotos oder irgendwelches Material über Villanova? Vorerst kennen wir nur seinen Namen. Ich schaue gern nach, dann faxe ich es Ihnen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat sich Villanova während des Krieges vom Sport verabschiedet. Er taucht in keiner Mannschaftsliste mehr auf und nach 45 finden sich auch keine Hinweise mehr auf ihn. Vielen Dank. Bruno legte auf und zweifelte daran, auf der richtigen Spur zu sein. Er rief Isabelle an, um sich über die neuesten Ermittlungen zu informieren. Jacqueline war zur Tatzeit allein an der Tankstelle und Richard sagte im Einzelverhör, dass er bei ihr zu Hause geblieben ist. Warum war Jacqueline allein in Saint-Denis? Das ist die Frage. Als wir dem Tankwart ein Foto von Jacqueline zeigten, erkannte er sie sofort wieder. Er sagte, dass sie ein paar Stunden später wieder an der Tankstelle war. Diesmal mit ein paar holländischen Bikern, so ein paar richtig wilde Typen. Die vom Motocross-Rennen? Ja, scheint so. Aber Jean-Jacques vermutet, dass es um Drogenhandel geht. Die Holländer haben das Motocross-Rennen benutzt, um Ecstasy unauffällig nach Frankreich zu bringen. Verstehe. Und Jacqueline hat da mitgemacht. Deshalb habt ihr auch so viele Pillen bei ihr zu Hause gefunden. Ja. Das würde erklären, warum sie gelogen hat. Aus Angst vor den Dealern. Jetzt warten wir noch ab, was Europol zu den Jungs zu sagen hat, die mit Kreditkarte getankt haben. Naja, aber ich glaube nicht, dass es da eine Verbindung zur ultrarechten Szene gibt. Dann käme Richard als Täter nicht mehr in Frage. Richtig. Sobald sich unsere These erhärtet, wird er freigelassen. Gut. Sehr gut. Haben Sie heute Abend schon was vor? Nein. Dann hole ich Sie um 7 Uhr im Hotel ab. Ziehen Sie sich was Bequemes an. Wir picknicken. Inzwischen war aus Montpellier ein Fax mit einer Liste aller Spieler der Oraniens gekommen. Der Name Al-Bakre fehlte tatsächlich. Der Star der Mannschaft, auf dem offiziellen Foto in hervorgehobener Position abgelichtet, war aus den Registern verschwunden. Merkwürdig. Dann kam noch ein Foto, das zwei Männer zeigte. Der größere war Villanova, der seinen Arm einem Spieler über die Schultern gelegt hatte.
Er war der Kapitän der Mannschaft und hieß Hussein Boudiaf. Hey, Mumi, warte mal. Tut mir leid, Bruno, keine Zeit. Ach, eine Minute. Ah, ich muss zu einer Klassenkonferenz. Na komm, gib mir 10 Sekunden, Mumi. Ich muss dir ein Foto zeigen. Hier. Was zum Teufel hast du das denn hier? Sieht aus wie mein Vater als junger Mann. Was für Namen stehen da? Giulio Villanova und Hussein Boudiaf. Die Boudiaf sind mit uns verwandt. Erstaunlich. Vielleicht nur eine Familienähnlichkeit, aber die ist außergewöhnlich. Ich erinnere mich an Villanova. Von ihm hat mein Vater oft erzählt, aber diese Hussein Boudiaf, ich könnte schwören, dass mein Vater so als junger Mann ausgesehen hat. Ich danke dir sehr. Bruno verglich das Foto mit dem Passbild von Amits Soldbuch. Tatsächlich sah der junge Soldat Al-Bakre dem Fußballer Boudiaf zum Verwechseln ähnlich. Ja, das ist gut so, Thierry. Schläger ein bisschen höher, Ticken höher. Ja, geh mal ans Netz ruhig, schnell. Ja, muss schneller. Und wieder zurück. Salut, Bruno. Salut. Mach mal kurz ohne mich weiter. Das englische Dinner gestern Abend war wirklich toll. Ja, danke. Ich werde es Pamela sagen. Aber Sie machen als Trainer auch eine gute Figur. Na, es hat sich einfach so ergeben. Mir gefällt's. Ich wollte Ihnen sagen, dass ich morgen für ein paar Tage nach Bordeaux in Saint-Jean-Moulin fahre. Wie Sie wissen, muss ich im Archiv ja noch einige Recherchen über die Resistance machen. Mhm. Und da wollte ich fragen, ob ich dort etwas für Sie erledigen kann. Es gibt da tatsächlich noch eine wichtige Frage zum Mannschaftsfoto der Oranians. Schießen Sie los. Amit war dort Kapitän. Allerdings findet sich in den offiziellen Unterlagen nur ein Hussein Boudiaf als Kapitän, der unserem Amit aber doch verblüffend ähnlich sieht. Oh, das klingt interessant. Den ersten Hinweis auf Amit finden wir in seinem Soldbuch. Dort steht, dass er 1944 in die französische Armee eingetreten ist. Was er davor gemacht hat, das wissen wir nicht. Naja, es war Krieg. Da sind vielleicht einige Akten verloren gegangen. Aber es könnte auch sein, dass Amit seinen Namen geändert hat, als er in die Armee eintrat. Das war bei der Fremden Legion nicht unüblich. Ja, aber warum sollte er das tun? Mal sehen, ob ich im Archiv eine Antwort darauf finde. Also wirklich, ich bekäme so ein Gericht nicht einmal in einer komplett ausgestatteten Küche hin. Und du schaffst es hier in der Wildnis. Sag mal, Bruno? Ja? Bist du mit deinem Job bei der Police Municipale eigentlich zufrieden? Ich meine, wir könnten so jemanden wie dich wirklich gebrauchen. Auch Jean-Jacques hält dich für einen fantastischen Ermittler. Ja, aber wenn wir uns sehen, erzählt er mir jedes Mal, wie sehr er mich um mein Leben hier beneidet. Ja, du könntest wirklich Karriere machen. Du solltest wirklich für uns arbeiten. Isabelle, ich bin glücklich hier. Ich kann mich hier nützlich machen und lebe an einem Ort, den ich liebe. Unter Menschen, die ich mag. Ja. Aber willst du denn nicht mehr? Mehr? Mehr was? Mehr Geld? Ich verdiene genug, um so leben zu können, wie es mir gefällt. Mehr Freunde, davon habe ich jede Menge. Und die Arbeit gefällt mir auch. Du bist intelligent, Isabelle. Und ambitioniert und willst aus deinen Talenten etwas machen. Du suchst die Herausforderung. Ich finde das bewundernswert. Klar. Wir sind verschieden, haben unterschiedliche Prioritäten, verfolgen ganz andere Ziele. Das meinst du doch, oder? Ja. Lass uns den Sonnenuntergang genießen, ja? Von Bordeaux aus an. Über Amit Al-Bakra ist wirklich nicht zu finden, aber ich habe ihren Villanova und Boudiaf aufgespürt. Da steckt Zündstoff drin. Was soll das heißen?
Das am Telefon zu erklären ist viel zu kompliziert. Sie sollten so schnell wie möglich kommen. Und bringen Sie Ihre Kollegin mit. Okay, alles klar. Vielen Dank. Bis dann, ne? Bis dann. Hallo. Guten Morgen. Es gibt Neuigkeiten aus Holland, Bruno. Ja? Ja. Die Typen, mit denen Jacqueline zusammen war, sind dort bestens bekannt. Drogen, Pornos, schnelle Autos. Die haben offenbar ihre Finger überall drin. Als wir Jacqueline gestern Abend mit allen Beweisen konfrontiert haben, ist sie eingeknickt, hat alles zugegeben. Aber mit dem Mord will sie nichts zu tun haben. Und was ist mit Richard? Hat er auch mit Drogen gehandelt? Sie behauptet nein. Wir werden ihn laufen lassen müssen. Das heißt, wir müssen den Fall ganz neu aufrollen. Es sieht so aus, als ob sich mit dem verschwundenen Foto eine neue Spur ergibt. Ach ja? Erzählen Sie mal. Dafür müssen wir nach Bordeaux. Ins Archiv. Christine wartete auf Bruno im Centre Jean Moulin. Isabelle und Jean-Jacques waren mitgekommen. Sie würden es nicht glauben, aber Villanova und Bodiaf waren Kriegsverbrecher. Kriegsverbrecher? Mhm. Was haben Sie getan? Sie waren Mitglied des sogenannten Force Mobile, einer Spezialeinheit der Miliz. Und was heißt das? Die Vichy-Regierung regierte Frankreich nach dem Einmarsch der Deutschen 1940. Die Miliz war ihre Polizei, die ganz im Sinne der deutschen Besatzer die Deportation der Juden organisierte und die jungen Franzosen zur Zwangsarbeit nach Deutschland schickte. Sie war ein beliebtes Ziel der französischen Widerstandsbewegung. Als die Alliierten 1944 in der Normandie gelandet waren, wurden Spezialeinheiten der Deutschen zusammen mit der Force Mobile zum Kampf gegen die Partisanen eingesetzt. Die Strategie dieser Einheit bestand darin, die Bevölkerung zu terrorisieren, um die Unterstützung der Resistance zu bekämpfen. Aha, verstehe. Und die waren nicht gerade zimperlich. So kann man es sagen. Im Périgord wurde die Force Mobile von dem ehemaligen Fußballprofi Villanova angeführt. Seine Methode war es, Vergeltungsaktionen wie Brandanschläge oder Vergewaltigungen von speziell angeworbenen Nordafrikanern durchzuführen. Bodiaf war der Truppführer. Mein Gott. Dann könnte es sein, dass der Mord an Hamid eine Rache für vergangene Verbrechen war. Ja. Vorausgesetzt, Hamid al-Bakr ist mit Hussein Bodiaf identisch. Tja. Und dafür haben wir hier Beweise. Christine breitete Fotos vom Fußballer Bodiaf und dem gleichnamigen Truppführer der Force Mobile auf dem Tisch aus. Es war ein und dieselbe Person. Dann verglich sie den Daumenabdruck von Hamid al-Bakr aus dem Register der französischen Armee mit dem aus Bodiafs Soldbuch. Ein Zweifel war ausgeschlossen. Bodiaf und al-Bakr waren identisch. Das ist unser Mordopfer. Was für ein Widerling. Aus den Protokollen über die Strafaktionen geht hervor, dass die Gegend von Saint-Denis im Mai 44 heimgesucht wurde. Am 8. Mai meldete Bodiaf die Zerstörung von 14 Partisanenstützpunkten in der Umgebung. Gemeint waren Bauernhöfe. Ausgerechnet am 8. Mai. Plötzlich tauchten in Brunos Erinnerung Bilder von der diesjährigen Parade auf. Er sah deutlich den Moment vor sich, als sich die beiden Veteranen Jean-Pierre und der Schuster Bachelot in stillschweigendem Einvernehmen angeblickt hatten, während sie sich sonst immer aus dem Weg gingen. Bruno dachte an ermordete Väter und an französische Polizisten, die arabische Söldner in schwarzen Uniformen losgeschickt hatten, zu rauben, zu plündern und zu vergewaltigen. Während spärlich bewaffnete Franzosen in den Bergen mit ansehen mussten, wie ihre Familien und Höfe der Vergeltungswut zum Opfer fielen. Armes Frankreich, dachte er. Armes Périgord. Arme Mumie. Steigen Sie ein, Bruno. Im Konvoi ging es zurück zur Polizeizentrale nach Périgueux. Bruno fuhr mit Jean-Jacques, gefolgt von Isabelle, in deren Kofferraum das gesamte Beweismaterial steckte. Mir scheint, Sie wissen längst, wer der Mörder ist. Es ist einer der alten Widerstandskämpfer, stimmt's?
Ich habe einen Verdacht, bin mir aber ziemlich sicher, dass wir die erforderlichen Beweise dafür nie beibringen können. Es wurden keine Spuren am Tatort entdeckt, also können wir niemanden überführen, es sei denn, er gesteht von sich aus. Und Sie glauben nicht, dass da einer redet? Nein. Viele der Alten haben sogar bei den Verhören durch die Gestapo geschwiegen. Denen werden wir bestimmt kein Geständnis entlocken können. Tja, könnte schwierig werden. Wenn die Öffentlichkeit Wind davon bekommt, werden die Anwälte Schlange stehen und sich darum reißen, die Verteidigung zu übernehmen. Verdammt nochmal, Bruno, wollen Sie nicht, dass der Mord aufgeklärt wird? Sonst bleibt nur der Verdacht übrig, er wäre von irgendwelchen durchgeknallten Rassisten begangen worden, die leider nicht zu fassen sind. Es war schrecklich, was Ahmed und die Force Mobile getan haben. Es war blanker Terrorismus. Aber wir müssen auch Folgendes bedenken. Ahmed war gerade erst 19 oder 20. Er lebt in den Slums von Marseille und es herrscht Krieg. Er hatte keinen Job, war ohne Familie und wurde als dreckiger Araber verachtet. Sein Fußballtrainer Villanova war vielleicht der Einzige, der sich um ihn gekümmert hat. Zum ersten Mal kann Ahmed etwas vorweisen. Er bekommt ein Gewehr und Kameraden, ein Dach über dem Kopf. Und er führt die Befehle eines Mannes aus, den er respektiert und der im Auftrag der Regierung handelt. Naja. Außerdem hat er für seine Taten doch teuer bezahlt. Er kämpfte danach ja für Frankreich, diesmal gegen die Deutschen. Später kämpfte er auch noch in Indochina und in Algerien, mit dem Croix de Guerre ausgezeichnet. Ja, aber... Er war ein Kriegsverbrecher. Aber er hat sich auch zu rehabilitieren versucht. Er hat eine ehrbare Familie gegründet, seinen Kindern eine gute Ausbildung zukommen lassen. Sein Sohn bringt heute unseren Kindern in Saint-Denis das kleine Einmaleins bei. Sein Enkel ist ein prima Kerl und selbst bald Vater. Wollen wir das alles in Frage stellen, indem wir den Scheißdreck von damals wieder aufrühren? Ja, Scheißdreck, ja, Sie sagen es. Jean-Jacques, überlegen Sie mal, wenn Presse und Fernsehen davon berichten, dass bewaffnete Araber mit den Nazis kollaboriert und französische Familien terrorisiert haben. Raten Sie mal, was die Front National daraus machen würde. Darüber haben wir nicht zu befinden, Bruno. Wir tun unsere Arbeit, sammeln Beweise und lassen die Justiz alles andere erledigen. So will es unsere Strafprozessordnung. Wir werden ja sehen, was passiert, wenn wir Tavernier die Sache erklären und die Beweise auf den Tisch legen. Er wird sofort begreifen, dass es politischer Selbstmord wäre, den Fall vor Gericht zu bringen. Jean-Jacques, Sie haben doch das Geständnis von Jacqueline und die Chance, ein paar Pluspunkte bei den holländischen Kollegen zu sammeln. Sie und Isabelle werden am Ende gut dastehen. Ja, das wäre für Isabelle ein schönes Abschiedsgeschenk. Wieso? Isabelle wird nach Paris zurückgehen. Gestern Abend kam der Versetzungsbescheid. Schade eigentlich. Sie wird uns hier fehlen. Das glaube ich gern. Meine Hochachtung, liebe Kollegen. Sie haben sich eine kleine Auszeit redlich verdient. Wie ich schon sagte, steht einiges auf dem Spiel. Wir werden fürs Erste darauf verzichten, alte Widerstandskämpfer ins Kreuzfeuer zu nehmen. Ich schlage vor, dass Sie sich jetzt erst einmal ausruhen und im besten Restaurant von Périgueux zu Abend essen. Auf Staatskosten. So viel dürfte im Budget noch drin sein. Bruno, Chef de Police. Von Martin Walker. Aus dem Englischen von Michael Windgassen. Es sprachen Bruno, Martin Lindo, Isabelle, Katrin Welisch, Jean-Jacques, Christian Tasche, Christine, Marianne Graffen, Bürgermeister, Klaus-Dieter Klausnitzer und als Erzähler, Peter Matic. In weiteren Rollen Oma El-Saidi, Jörg Kernbach, Katie Jordans, Albert Kitzel, Thomas Krause, Holger Kunkel, Simon Roden, Jochen Stern, Frank Voss sowie Schülerinnen und Schüler der Arturo Schauspielschule. Musik Rainer Quade. Technische Realisation Günter Kahn.